Angelegenheiten von Straßen geht. Der Bund zahlt nichts dafür. Und dann legen die Leute sich auch quer und finden nun Gründe, warum die das nicht verkaufen können. Und dann gibt es eben dieses Enteignungsverfahren, das allerdings so langfristig ist und durch diverse Verfahren geht, dass meistens ein Land tauschgemacht wird. Das heißt, sie legen sich quer, erhöhen dadurch quasi den Wert ihrer Ansprüche und werden dann an anderer Stelle entschädigt. Oder so ähnlich. Sehr schön. Gibt es eigentlich Erwägungen oder Statistiken oder Untersuchungen darüber, wie viel Boden degradiert, in der Qualität abnimmt, dadurch, dass so viel gespritzt wird in der Landwirtschaft? Wir haben jetzt auch eine Diskussion gesagt, also steht die EU jetzt ja von der Neuzulassung und so weiter. In Europa ist es, glaube ich, nicht so schlimm wie in USA oder Argentinien, Brasilien und so weiter, aber da werden ja Millionen von Tonnen sozusagen von den Spritzsachen ausgebracht und das muss auch einen unglaublichen negativen Einfluss auf die Böden haben. Ja. Vor allem, wenn Sie sagen, dass so viele Lebewesen im Boden vorhanden sind, die für die Bodenqualität wichtig sind, die werden ja als durchgespritzt dadurch sozusagen. Also das ist ein Faktor bei der Erhebung sicherlich auch von Bodendegradationserfassung. Es ist allerdings so, dass ich habe ja auch das schon angedeutet, dass durchaus auch mehr Forschung, mehr Daten auch in dem Bereich sicher erforderlich sind. Also es gibt ein globale Erfassung von Bodendegradation, unter anderem auch eben gefördert durch UNEP, also das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. GLASOP heißt das, Global Assessment of Land Degradation. Aber die Zahlen sind alt, die Zahlen sind sehr zerstückelt. Ich habe das Bild, was ich gezeigt habe, sind Räder, ist eine relativ kurz zurückliegende Fassung von mindestens 10 Jahre alt oder sowas, die Daten. Dieses Glasort ist noch viel älter. Es gibt einfach gerade in den Ländern, die Sie angesprochen haben, zumindest nicht sehr viele so öffentlich zugängliche Zahlen. Und in Ländern, also in afrikanischen und asiatischen Ländern, auch Indien und generell viele Länder in Afrika, wo sehr viel Baumwolle angebaut wird. Baumwolle ist ja ein massives Problem für Degradation, also Chemikalienausbringung und lässt Böden also tot zurück. Aber da gibt es noch keine. Also es gibt sicherlich vereinzelte Zahlen, aber nicht in so einem globalen. In Ergänzung dazu kann man zumindest den Grad der Bodenversalzung im Zuge insbesondere auch von Düngemittelsalzeintrag gerade in diesen Ländern vielleicht ein bisschen umreißen. Ich weiß jetzt auch keine Zahl dazu. Nee, das ist genau das Problem. Also das Problem liegt an der Stelle, dass in diesen Trockenregionen der Eintrag von Düngesalzen eben auch zur Übersalzung des Bodens führt, wenn nicht für Entwässerung gesorgt wird. Also B und Entwässerung, ein Stichwort, das ich letztes Mal schon anbrachte, ist für diese zumindest wechseltrockenen Regionen ganz elementar. Und ich weiß auch, dass da eine Menge an Boden verloren geht, habe aber auch keine Vorstellung davon, wie viel es ist. Aber da kann ich wirklich dazu raten, das kann man auch ganz gut googeln, entweder GLASOP oder auch WOCAT sind internationale Referenzdatenbanken für genau solche Fragen. Und genau das, die Wasserverfügbarkeit, also B- und Entwässerung, sind natürlich so Dinge, die gehen uns hier so locker von den Lippen. Aber ja. Ich war jetzt kürzlich gerade auch in Äthiopien, wo eben jetzt gerade eine der schwersten Dürren seit vielen Jahren herrscht, weil wir gerade wieder in einer El Niño-Situation sind. Das heißt, da ist gerade wieder die Temperaturen deutlich höher, als sie sein sollten. Der Niederschlag bleibt aus. Und das finden wir also so, diese Probleme finden wir in der ganzen Gürtel in Sahara
natürlich in Zentralafrika, als Kongo oder sowas nicht, aber auch Westafrika und eben südliches Ostafrika ist das auch ein Problem. Und da wird überall Baumwolle angebaut. Ja, und. Wir haben eben schon mal den Begriff Flächenrecycling fallen gelassen. Könnten Sie da vielleicht nochmal was zu sagen? Weil ich habe mich zwischendurch gefragt, wenn jetzt Böden nicht versiegelt werden, wird der Boden darunter dann dadurch auch permanent degradiert? Oder wenn man die praktisch wieder entsiegeln würde, wäre der Boden eigentlich noch so gut wie vorher? Oder inwiefern könnte man den dann wiederbeleben? Ich würde sagen, es kommt natürlich sehr stark darauf an, was da vorher, also welche Nutzung da stattgefunden hat. Ne? Also es ist möglich, ja. Es gibt auch Flächenrecycling oder auch Rückbau beispielsweise auch von Straßen und auch Flächen, bebaute Flächen, gerade in der ehemaligen, im Bereich der ehemaligen DDR wird das schon gemacht. Ich denke, wenn das keine Flächen waren, die jetzt noch zusätzlich irgendwie Industriestandorte waren oder sowas. Aber selbst da gibt es ja auch die Regierung, ne? Also, oder auch Braunkohle, Tagebauer, also da gibt es schon viele Möglichkeiten heutzutage dann mit Altlastensanierern auch dagegen vorzugehen. Flächenrecycling muss in der Hinsicht auch nicht automatisch in Agrarbodengewinnung gehalten werden. Es kann ja auch Gewinn von Naturflächen sein. Das wäre ja für das Ökosystem auch produktiv, für das Ökosystem produktiv. Und in der Tat, jetzt nochmal so sagen, so ein Satz dazu, wenn in der Stadt sowas gemacht wird, ist es natürlich sehr lukrativ, weil wenn man einen Boden, der Nullpunkte hat, also es gibt ja so Flächenbilanzen, die angestellt werden, und dann haben Böden einen ökologischen Wert von gleich Null. Und dann braucht man natürlich als Investor einen sehr geringen Aufwand, auch finanzieller Art, und kann natürlich diesen ökologischen Ausgleich mit wenig Masse an Boden herstellen, indem man das entsiegelt, aufforstet und dann Maßnahmen erstellt. Und ansonsten wird es natürlich wesentlich teurer, wenn man mehr Masse in der Stadt natürlich auch finanziell anwendet. Und es gibt auch in Städten mittlerweile schon ziemlich viele Beispiele für Recycling von Flächen, also alte Industriegelände auch. In Berlin, gerade Berlin ist für so recht spannend, ne? Also da gibt es eben Riesengelände im südlichen Berlin. Schöneberger Südgelände heißt auch passenderweise ehemaliger Rangierbahnhof. Das ist jetzt vor 50 Jahren ist schon so ein aufgegeben worden. Und das ist wunderschön. Also es ist ein schönes Naherholungsgebiet auch für Ja, es wurde häufiger gesprochen von dem zunehmenden Hang zur Urbanisierung, kam da an verschiedenen Stellen zum Ausdruck. Hier im Hamburger Umland, finde ich, gilt das aber nur sehr eingeschränkt. Denn es sind offensichtlich doch sehr viele Hamburger, die durchaus es schätzen, ins ländliche Gebiet zu ziehen. Das wiederum ruft viele Bürgermeister auf den Plan, Baugebiete in ihren Dörfern auszuweisen, obwohl Landwirte sagen von vornherein, wir sind gar nicht gefragt worden, ob wir unsere Flächen eventuell verkaufen wollen. Wir wollen das gar nicht. Man geht einfach über uns hinweg. Ja, warum machen diese Bürgermeister das? Sie geben dann an, ja, wir haben diverse Fördertöpfe, die wir anzapfen können. Ist aber auf der anderen Seite zu sehen, was ist nötig. Die Grundschulen müssen erweitert werden, die Kitas müssen erweitert werden, gegebenenfalls müssen die Bäder auch neu konzipiert werden. Eine Fülle von Kosten, die auf die Gemeinden und die Bürger dort zukommen. Es wird irgendwie ein illusionäres Ziel ausgegeben. Wachstum ist wieder in Berlin. Ja? Und solange man das politisch irgendwie ein bisschen eindämmt oder versucht zu bremsen, kann man alles vergessen. Es ist die Zerdichtung geht weiter. Auch den Dörfern geht weiter. Es sind dann nicht sehr konzentrierte Wohnraum. Nein. Und wenn Leute aus der Stadt kommen, dann wollen sie ihr Einfamilienhaus bündeln. Sollen? Warum auch nicht?
ist ja, sollen auch schön wohnen. Ich wohne auch da in Grün. Aber man muss ja das jetzt so sehen, kann man in Zukunft tatsächlich immer so weiter verfahren, wenn auch ein großer Teil der Bevölkerung sagt, nee, kommt es. Um doch mal langsam uns eine Grenze. Ja. Aber das hängt ja auch mit dem Titel dieser Vorlesung Lebensstile wieder auch zusammen. Ne? Ich meine, also es ist so ein bisschen dieser Trend, einerseits sagt man irgendwie schrumpfende Regionen, es gibt genug Regionen in Deutschland, die an Schrumpfen sind, die Leute wegziehen. Und dann in die Städte ziehen, nur um nach ein paar Jahren aus der Stadt auch wieder rauszuziehen. Also ich meine, das genau, man hat dieses Phänomen hat man überall in den größeren Städten in Deutschland. Und solange, also ich denke, solange die Nachfrage nach dem Land einerseits da ist, und das noch mit Anreizmechanismen, wie eben sobald die Einwohnerzahl steigt, gibt es dann auch wieder mehr Geld vom Bund und so weiter. Also, im Moment ist das nicht so. Im Moment, finde ich, zieht die Leute in die Stadt. Die Leute ziehen der Infrastruktur hinterher und der Mensch will den Luxus eben haben, alles um sich herum zu haben. Die Sparkassen ziehen sich zurück, die Lebensmittelgeschäfte ziehen sich zurück und insofern verändern sich auch Menschen. Und diese Flucht ins Grüne und das ist alles so schön und meine Kinder, die können im Grün aufwachsen. Der Trend kehrt sich im Moment um. Es geht doch mehr, jedenfalls hier für den Standort Lüneburg, in die Städte. Das ist sehr unterschiedlich. Ne? Also beobacht beides. Ja, genau. Es gibt beides. Also, das sage ich ja auch. Ne? Es gibt einerseits diese schrumpfenden Regionen, also ländliche Räume, wo genau das passiert, was Sie beschreiben, aber andererseits gerade auch eben Berlin, das eben auch wieder. Man merkt das auch, es gibt diese Bewegung nach draußen. Ne? Die ganzen, viele Orte in Brandenburg, die sind ja, für die ist das natürlich super, ja, weil jetzt die Berliner da rausziehen und alles wurde immer in den Ring, 60 Kilometer und der Speckgürtel ist schon sehr beliebt. Ne? Also, ja. Wir erleben das hier in dieser Region auch. Hamburg ist Wachstumsstadt, hat sich als solche deklariert und wächst auch tatsächlich, wenn auch relativ bescheiden, aber es wächst im Vergleich zu das Novum oder so eine Sondersituation im Vergleich zu etlichen anderen großen Städten in Deutschland. Aber Lüneburg wächst ebenfalls und auch die Orte rund um Lüneburg wachsen. Wir haben also überall dieses Phänomen. Wir haben sowohl den Zug in die Stadt als auch den Zug ins Grüne bis hinein in die suburbanen Vororte von weniger großen Städten. Und das ist dann eigentlich schon der nicht mehr im strengen Sinne städtische Raum, also Orte wie Reppenstedt, Vögelsen, Baudeweg, Adendorf, zählen ja im weitesten Sinne bereits zum ländlichen Raum, zum ländlichen Umfeld. Also auch da massiver Zugewinn an überbaute Fläche. Ja, das hängt, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde mal vermuten, das hängt ja auch sicherlich stark von Altersstrukturen oder aus sozialen Milieus ab. Also junge Leute ziehen in die Stadt, um da zu studieren oder um da zu arbeiten. Und junge Familien oder etwas ältere Menschen, die dementsprechend mehr Geld haben, ziehen aus dem Land, um da eine schöne Familie aufzubauen. Also, so ist es. Ja, genau, die müssen natürlich nicht das alles sein. Das gilt aber natürlich nur für Gemeinden, die auch einen annehmbaren Nahverkehrsanschluss haben. Das Arbeitsplätze liegen in Hamburg und wenn man gut dann diese Orte erreichen kann, dann ja. Oder man fordert eben eine Autobahn um. Ich sehe auch hier eher das letztgenannte Phänomen, dass zunächst einmal der Zuzug auch in die weniger gut erschlossenen Gemeinden stattfindet und dann eben der entsprechende Infrastrukturnachbau gefordert wird. Das ist natürlich eine ganz verhängnisvolle Situation an der Stelle. Es sind ja, ich habe eben einige Beispiele genannt. Das waren alles Beispiele, die unmittelbar an der Stadtgrenze um Lüneburg herum so kranzartig aufgereiht sind. Und ich weiß nun auch von anderen weiter wegliegenden Gemeinden, nehmen wir mal Westergellersen oder Südergellersen, wo es mit dem ÖV-Anschluss schon hapert. Die sind in der jüngeren Vergangenheit auch gewachsen und wollen auch noch weiter wachsen. Da fragt man sich natürlich auch, ob das in der gesamten Raumentwicklungspolitik so
so günstig. Von da. Aber wir kommen eigentlich vom Boden her. Das Thema dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Hatten Sie noch? Nee, es ging mir eigentlich auch darum, finde ich einfach auch, dass diese Dörfer oder die Orte, die Gemeinden, die ja an diesem Stadtrand sind, im Speckgürtel liegen, ist ja die Frage, inwieweit man das jetzt noch als eine, ja, ein Haus aus der Stadt bezeichnen kann, obwohl das, das nicht eigentlich nur eine weite Stadt ist. Es gibt ja auch diesen Raum, Großraum und so. Es ist halt wirklich die Frage, wenn man sich die ländlichen, die abseits anguckt, wie sie jetzt sagen, gibt es natürlich dann diese Forderung nach dem Anschluss, aber ich glaube, da ist wirklich dieser große, dieses große Wegwandern daraus, wenn das mal 40 Kilometer weg von Hamburg liegt oder 40 Kilometer weg von Hannover und sonst wo. Das sind, glaube ich, da ist halt wirklich dieses, da will keiner mehr wohnen. Und es sei denn, man hat so einen guten ÖV-Anschluss. Lüneburg liegt ja nun 50 und vielleicht noch ein paar mehr Kilometer, je nachdem, wo das Ziel liegt, von Hamburg entfernt. Hat aber natürlich einen sehr guten Autobahn- und schließlich auch Metronom-Anschluss. Und dann nimmt man tatsächlich auch längere Wegstrecken in Kauf. Mir brennt, weil Sie nun aus der Berliner Gegend kommen, mir bringt da noch eine wichtige Frage auf der Seele. Es ist bestimmt schon 10 Jahre. Da hat es nordöstlich von Berlin, das ist die A19, ich meine, diejenige, die nach Rostock führt, einen furchtbaren, wirklich furchtbaren Massenunfall gegeben. Warum? Weil dort eine Art Phänomen des Dust Bowls stattfand, wie man aus den 30er Jahren aus den USA weiß. Das heißt, es gab dort sowieso, also sowohl in Mecklenburg als auch in Brandenburg, große Flächen, große Schläge, Ackerschläge, stammt aus der alten LPG-Zeit. Und auch in einer Phase, es war das Frühjahr, März, der März ist häufig trocken, einer der trockensten Monate bei uns. Dieser März war besonders trocken. Es kam zur großflächigen Auswehung und von daher einer Reduktion, wenn auch einer engen lokalen Reduktion der Sichtweite auf wenige Meter. Und auf dieser, ich meine, es war die A19, die Autofahrer sind da in diese Wolke hineingerast. Irgendjemand hat gebremst und die Folge war verheerend. Das hat ja auch was mit Bodendegradation zu tun. In diesem Sinne war es ja eine Auswehung mit lokal fatalen Folgen in der Verkehrssicherheit, Verkehrsunsicherheit. Sie hatten vorhin ganz kurz die Frage angerissen, warum eigentlich nicht mehr gegen Bodendegradation getan wird. Und das ist eine Frage, die sich mir eigentlich nicht nur für den tropisch-subtropischen Raum stellt, sondern auch hier aus ihrer Kenntnis, aus Ihrer Erfahrung, vielleicht ein bisschen so aus der Westentasche geplaudert. Warum klappt es auch hier nicht? Ich würde sagen, es scheint sich nicht zu lohnen. Also man würde es tun, wenn es lohnt. Aber wenn auch die Landwirte rechnen auch. Und gerade, also ich glaube, da kommen natürlich auch nochmal mehrere Faktoren zusammen, ne? Also gerade eben in Mecklenburg-Vorpommern, in den Ländern, wo immer noch diese riesen LPG-Flächen, die existieren ja weiterhin. Also da findet ja keine Erbteilung oder irgendwie sowas statt, sondern das bleibt ja einfach so große Flächen, die bleiben einfach blank. Da wird keine Bodendecker drauf gepflanzt, weil es sich offensichtlich nicht lohnt. Banal, so banal und einfach. Ja. Vielleicht benötigt man auch diese Knicks wie in Schleswig-Holstein, dass der Wind nicht so frei angreifen kann. Natürlich hatte ich diese Struktur auch im Hintergrund. Das eine ist Bodendeckung innerhalb der Fruchtfolge und das andere wären dann eben die Knicks, die ja auch die Windgeschwindigkeiten erheblich senken, und zwar die bodennahen Windgeschwindigkeiten. Und das wäre dann im Grunde etwas, was man über die Säule 2 in der EU-Agrarpolitik ja eigentlich bezahlen könnte. Aber es ist wahrscheinlich so. Natürlich, ich bin jetzt mit dem Knicks nicht vertraut. Was sind das? Ballhecken sind das. Ja, Hecken. Aber das sollen alles
Aber das ist natürlich dann auch nochmal eine Frage, wenn das dann die Art der Bewirtschaftung einschränkt. Wenn ich jetzt einfach mit meinem John Deere Trecker, der halt so groß ist wie der halbe Hörsaal, mit einem Mann, weiß ich nicht, wie viele Hektar einfach abfahren kann, das kann ich dann nicht, wenn ich so gesetzt bin. Wenn ich das aber bezahlt, das heißt, dass man solche Hecken und Leben anlegt, aber auch um die Im Prinzip ja, aber auf der Basis einer Maschinisierung nach US-amerikanischem Manier haben dann die Erschwernisse für die Bewirtschaftung vielleicht im persönlichen Denken des Landwirtes dann doch die Überhand. Ein komplexes Phänomen an der Stelle. Also ohne jetzt wirklich den Landwirt generell per se einfach nur Böses unterstellen zu wollen. Ich denke, das sind wirklich auch wirtschaftliche Kalkulationen. Ich habe noch eine provokative Frage. Ist auch halbwegs scherzhaft. Vielleicht mag einer aus dem Plenum sich daran erinnern. Am Beginn des Innovationsinkubators, der ja mit Mitte dieses Jahres dann auch sein Ende gefunden hat, aber am Beginn dieses Prozesses, da stand in der Landeszeitung ein groß, auf Seite 1, ein großer Aufmacher: Tomatentürme in der Wüste? Fragezeichen. Es ging darum, dass es lanciert worden ist von unserem Vizepräsidenten. Es ging darum, dass Architekt Daniel Liebeskind dazu angehalten worden ist, wohl auch im Rahmen seiner Lehrverpflichtung, ja, vertikale Agrarproduktion zu entwerfen. Es war tatsächlich die Rede von Tomatentürmen in der Wüste. Sie haben davon gesprochen, dass die Fläche immer knapper wird aus verschiedenen Gründen. Wäre die Stapelung von Agrarfläche ein Ausweg? Naja, also ich würde mal sagen, warum nicht? Also es gibt ja gerade auch in Asien gibt es ja mittlerweile schon recht viele Beispiele gerade in China gibt es ja viele Beispiele für Modelle nachhaltige Städte, wo die eben auch genau mit sowas experimentieren, ne, mit vertikaler Landwirtschaft und so weiter. Und zum Thema provokative Frage, ich ziehe gerne mal die Irritation auf sich, indem er dann sagt, naja, wir brauchen aber auch keinen Boden, um Agrargüter zu produzieren, was ja auch in vielen Teilen, also gerade Tomaten sind wir da von hier nach raus, zum Beispiel auch von Wahnsinn einfach so ist. Ja. Vielleicht brauchen wir es gar nicht in den 20 Jahren. Ja. Ich meine, wir können Schnitzel mittlerweile schon fast aus dem Reagenzglas herstellen. Insofern, why not? Ich denke aber doch, dass das ein bisschen ablenkt von der eigentlichen Frage, wir sind ja doch letztendlich abhängig vom Boden. Also ich glaube nicht, dass wir da mit uns mit Hilfe der Wissenschaft über die Natur erheben können, wie das ja eigentlich so der Fortschrittsglaube uns weismachen möchte. Und also wir sind abhängig von Primärproduktion von Ökosystemen, und wenn es Agrarökosysteme sind, und die basieren nun mal darauf, dass Pflanzen aus dem Boden Nährstoffe holen. Und deswegen denke ich, ist zwar eine nette Spielerei, vielleicht kann man damit ein bisschen was einsparen, aber es ändert trotzdem nichts daran, dass wenn der Boden da drunter weg erodiert, uns das ganze Gebäude auch einkracht. Das ist sehr richtig. Es geht ja auch natürlich nicht nur um die Nahrungsproduktion. Also Boden ist mehr als nur Produktionsfaktor für Nahrung oder sonstige Mittel. Natürlich, Boden ist ein eigenständiges Ökosystem und Böden spielen eine Rolle eben für Schutz gegen Klimawandel, auch gegen Überschwemmungen und so weiter und so fort. Also absolut, ja, ist eine nette Spielerei, insbesondere für uns hier in westlichen Nationen, aber in anderen Ländern. Direkt dazu? Ja, genau. Also ich denke, es kann nicht im großen Stil die gesamte Landwirtschaft ablösen, das ist klar. Aber es gibt viele Bereiche, vor allem halt in der frischen Produktion von Kräutern und von Gemüse, für Städte, wo der Bedarf ja auch einfach nochmal besonders hoch ist, kann da auf sehr effiziente Art und Weise mit sehr geringem Energieaufwand viel produziert werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um zum Beispiel Großstädte direkt mit frischen Gemüse und Kräutern zu versorgen. Also es
Also natürlich kann es nicht das komplette Problem lösen, aber es ist schon, es kann einen Beitrag leisten. Und es passiert ja auch schon, also der Trend von dem urbanen Anbau von Gemüse und Obst und so weiter, das ist ja schon verschieden. Wir haben das auch als Thema im Rahmen der Ringvorlesung, das ist am 18. Januar dabei. Da geht es nämlich dann darum, wir holen die Landwirtschaft in die Stadt des Urban Gardening. Das wird dort tatsächlich Thema sein, da werden wir dieses Thema also nochmal vertiefen. Wir werden etwas vertiefen, was wir heute auch angesprochen haben, und zwar schon am 11. Januar. Da geht es nämlich um Landwirtschaft und Ernährung im 21. Jahrhundert am Beispiel des südlichen Afrikas. Wir haben vom südlichen Afrika gesprochen und Dr. Boniface Mabanza wird aus dieser Perspektive für den weit weg von uns gelegenen Raum referieren können und einmal diese Perspektive der sich noch entwickelnden Staaten hier hervorheben können. Der 11. Januar wird von daher auch unser nächster Termin sein, denn der 4. Januar fällt leider aus. Die Vortragende hat leider abgesagt. Am 11. Januar geht es weiter, wie gesagt, mit dem südlichen Afrika und dann im Glockenhaus. 19.30 Uhr im Glockenhaus. Nicht hier am 11. Januar, sondern im Glockenhaus. Bis dahin wünsche ich Ihnen frohe Festtage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wiedersehen.